Halli und Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Deus Ex Mankind Divided, wo wir noch immer dabei sind. Matschenko vor seinen Anschlag auf diese irgendwelche Konferenz hier zu verhindern. Und ja, wir sollen irgendwie jetzt zum Catering-Bereich, da sich dort anscheinend irgendwie die ganzen Terroristen irgendwie versammeln oder dort irgendeinen Checkpoint eingerichtet haben oder was auch immer. Und jetzt müssen wir uns erstmal eine Schlüsselkarte besorgen. Die Frage ist jetzt, wie zur Hölle komme ich da überhaupt hin? Wo muss ich hin? Ich sehe es nicht. Ich habe keinen Plan. What the fuck? Das Gebiet hier ist ziemlich riesig. Och, meine Fresse, ich muss auf Ebene 2 runter. Ja, whoopie fucking du. Okay, da draußen geht eine Wache umher. Die kann ich doch aber sicherlich platt machen. Ping verifiziert. Ups. Da hätte ich fast die falsche Taste gedrückt. Das war knapp. Aber niemand hat es mitgekriegt. Und wieso packe ich gerade mein Multitool aus? Ach, shit, ich habe die Kamera übersehen. Verdammt. Miller McCready. Nope. Nope, 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 nope. Das machen wir nicht so. Nein, 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 das wollen wir doch nicht. Ich hätte ehrlich gesagt aber gedacht, die Kamera wäre deaktiviert. Das war wohl nicht so wirklich der Fall. Naja. Aber wieso wurde die dann auf der Minimap so grau dargestellt und man sah auch kein Sichtfeld? Da hatte ich mir halt irgendwie dann gedacht, okay, die Kamera ist deaktiviert, aber war wohl Moppelkotze, ne? Also gut, dann werde ich mich jetzt mal hier rein verpieseln. Mal gucken, ob ich von hier aus irgendwie weiterkomme. Mach hier wieder zu. Wir wollen doch hier keine Aufmerksamkeit erregen. Ich muss ja sowieso nach unten. Da trifft sich das hier doch eigentlich ganz gut. Wo komme ich hier hin? Wo bin ich hier jetzt? Upp, da ist einer. Och, das ist hier aber auch scheiße. Hier rauszugehen, wenn direkt die fucking Wachen hier davor stehen. Mann, 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 ey. Ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Oh, hier kann ich auch durch. Na, das habe ich vorher nicht gesehen. Wo bin ich hier jetzt? Es sind zwar wieder haufenweise Leichen. Aber was mache ich hier? Komme ich von hier aus irgendwie weiter? Anscheinend nicht so wirklich, hä? Außer durch die Tür. Das bringt mir aber nicht so mega viel. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich muss wieder zurück zum Fahrstuhl. Denn von da aus werde ich ja wohl hoffentlich runterkommen. Okay, dann einfach mal unsichtbar machen und los geht's, würde ich sagen. Oh, hier ist wieder eine fucking Barriere, ey. Komm schon, hack den Scheiß. Muss halt ein bisschen auf meine Energie achten. Nicht, dass mir hier der Strom ausgeht. Och, jetzt ist der misstrauisch geworden, weil ich die Barrieren deaktiviert habe. Und mir geht die Batterie momentan aus. Oh mein Gott. Das lassen wir mal lieber. So, und rein da. Und ich bin weg. So, hier sollte ich ja theoretisch wieder zum Fahrstuhl kommen. Von hier bin ich ja schließlich auch reingekommen. Und ja, wir sind im Fahrstuhlschacht. Und anscheinend muss ich wirklich wieder irgendwie da rein. Nur wieso kann ich nicht von hier aus einfach nach unten gehen? Ich bin motherfucking Chancen. Ich könnte da einfach beschissen nach unten springen. Und das würde mir nichts ausmachen. Was soll denn das? Nee, da will ich nicht rein. Ich will da raus. Ach, toll. Das ist ja alles ganz, ganz toll. Zumindest sind hier mal die Kameras deaktiviert. Probier mal, komme ich zu dem rein? Da muss ich wahrscheinlich wieder hacken, oder? Sicherheitsstufe 1. Na, probieren wir das hier mal. Das sollte ja nicht so mega kompliziert sein. Anomalie festgestellt. Ja, halt's Maul. Na toll, jetzt gucken sie die Beile sich gegenseitig an. Und der eine kommt hier jetzt nach hinten.
Er dreht sich wieder um. Ach, jetzt guckt er wieder her. Sollte hier vielleicht wieder die Tür zumachen? Dann kann ich zumindest mal den einen Motherfucker hier drin weghauen. Wenn der eine mal nicht herguckt. Ja, ich weiß halt auch nicht, wann der sich wieder umdreht. Aber ich glaube nicht, dass der hier reinkommt, denn das wäre mal dämlich. Alles klar, bestätigen. So, jetzt geht er wieder nach hinten. Na, jetzt dreht er sich doch nochmal um. Jetzt aber. Bam. So. Komm mal her, du. Ich lass dich einfach mal hier liegen. Das brauchst du nicht, das brauchst du nicht. Was haben wir hier noch? Pistole, gib her. Goldmaske. Die Maske sieht aus wie die von Motchenkos Leuten in der Garmanlage, nur blutiger. Ja, sowas aber auch. Betäubungspfeil, na gib her. Ich nehme alles mit, was geht. Haben wir sonst noch irgendwas? Da ist ein Laptop. Soll ich den echt untersuchen? Macht das Sinn? Vorher mal speichern. Da wäre sogar entriegelt, aber das Doofe ist, wenn ich jetzt auf den zugreife, dann wird mir der Typ da draußen wahnsinnig auf den Sack gehen. Deswegen glaube ich, dass ich den vorher mal K.O. schlagen werde. Muss ich nur warten, bis er hier nach hinten kommt. Und dann, wenn er sich umdreht oder da entlang geht, dann komme ich ganz einfach von hinten. Und tschüss. So, komm her. Du kommst hier zu deinen Kollegen. So. Was liegt denn hier noch? Blutlache. Ziemlich viel Blut. Hier ist wahrscheinlich jemand gestorben. Möglich. Standardgewehr. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Das Gewehr brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? Heute Abend. Seien Sie gegrüßt, Chief. Hoppala, falsche Taste. Ich möchte Ihnen und Ihren Leuten für die ausgezeichnete Arbeit in den letzten Wochen danken und vor allem für die Leistung in den vergangenen 24 Stunden. Drohnen sollte man niemals auf die leichte Schulter nehmen und Ihr Team hat sich mit beeindruckender Effizienz um die Gefahr gekümmert, die unserem Event gedroht hat. Gute Arbeit, Sir. Ich erwarte dasselbe heute Abend. Ich kann die Bedeutung meines heutigen Treffens gar nicht genug betonen. Wenn etwas schief geht, kann das Leben von Millionen von Menschen gefährdet werden. Machen Sie weiter so und leiten Sie bitte diese Mail an Ihr Team weiter. Von Nathaniel Brown. Wie besprochen schicke ich Interpol-Agenten namens Adam Jensen zu Ihnen. Ich erwarte volle Kooperation. Nutzen Sie seine Erfahrung bei der Koordination der Sicherheitsmaßnahmen. Oh, danke für die Lobworte, Nathaniel. Dankeschön. Das nehmen wir noch mit. Sonst ist hier aber nicht mehr so mega viel. Gut, dann gehen wir zum Fahrstuhl. Jetzt sollte mich ja theoretisch hier mal niemand mehr sehen. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. So, okay, aber bevor wir jetzt reingehen, muss ich schnell mal ein Päuschen machen und wir sehen uns gleich wieder. Und wieder zurück. Und jetzt würde ich sagen, geht's mal abwärts. Wir müssen Helipad nicht. Sicherheitszentrale sind wir gerade, dann würde ich einfach mal sagen, düsen wir runter zum Empfang. Dass man aus diesem Fahrstuhl aber auch nicht irgendwie rauskommt. Das geht doch normalerweise immer, dass man hier irgendwie eine Art Luke oder Schacht hat, wo man nach oben klettern kann. Aber nee, bei diesem Fahrstuhl geht das nicht. So, bin ich hier jetzt sicher oder... Ich bin zumindest in keinem abgesperrten Bereich, also sollte ich mich hier eigentlich durchbewegen können. Sichtkontakt zu einigen Wachen, aber kein Hinweis darauf, wer die Codekarte hat. Tja, das werden Sie bald rausfinden, Kumpel, weil Sie nämlich alle ausschalten müssen. Aber bitte geräuschlos. Ich bin in der Nähe Ihrer Position. Bis gleich. Jetzt im Ernst, ich soll hier alle ausschalten? Ach du... Ja, ach du meine Fresse, und das alles auch noch lautlos. Okay, jetzt stelle ich mir gleich mal die Frage, was ist, wenn jetzt irgendjemand, der das Spiel spielt, überhaupt nicht auf lautlos gegangen ist? Ich hab's zum Glück ja halbwegs gemacht.
Aber wenn hier jetzt jemand spielt, der total auf Krach-Bumm aus ist, dann ist das ja jetzt für den total scheiße. Aber na gut. Okay, dann würde ich es aber sagen, speichern wir vorher kurz mal wieder ab. Okay, wenn die Zivilistin hier weggehen würde, wäre das wahnsinnig praktisch. Denn wenn ich den hier jetzt umhaue und die sieht das, das wäre wahrscheinlich mal nicht so mega geil, oder? Und jetzt kackt ja gerade alles ab. Ne, geht schon wieder. Also noch eins, zwei. Ach du Scheiße, ey. Oh, ich hätte wissen müssen, dass mich einer von euch anspricht. Was soll denn das wieder bedeuten? Was zur Hölle soll das wieder bedeuten, meine Dame? Sind Sie eventuell etwas rassistisch veranlagt? Gegenüber augmentierten Menschen. Okay, scheiß drauf, ich probiere das hier jetzt einfach mal. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Wir haben alles im Griff. Mhm, ja, das glaube ich dir gern. Warten wir noch schnell mal einen Kamerazyklus ab, wobei ich gar nicht weiß, guckt die überhaupt in die Richtung rüber? Glaube aber irgendwie schon. Oh, sie blendet mich. Oh, ich sehe nichts mehr. Okay, und? Ja, natürlich bekommt die das jetzt mit. Ich hoffe nur, dass sie das den anderen Wachen nicht erzählt. Ach, wieso ist hier wieder Fenster? Das ist beschissen Stufe 1. Ja, natürlich Anomalie entdeckt. Halt Maul. What the fuck? Mit ihren Leuten auf. Ich hab doch gar nichts gemacht. Mich zu Planänderungen. Ja, Planänderungen, halt's Maul. Och, kann ich nicht mal währenddessen laden. Müssen wegen ihnen hunderte von Männern, Frauen und Kindern bla bla bla. Sie sich eingemischt haben. Halt's Maul. Musste ich Bomben in den angrenzenden Wohntürmen platzieren. Ich kann sie jederzeit zünden. Aber wenn Sie sofort in die Ausstellungshalle kommen, muss ich das vielleicht gar nicht. Ja, toll. Läuft ja alles richtig geil hier. Wunderbar. Gleich mal neu laden. Also, man merke sich, nicht erwischt werden. Ansonsten fängt Marchenko mit irgendeinen Scheiß an. Und fängt an, Bomben zu zünden. Was soll denn der Blödsinn? Kann sich der nicht einfach im Kampf stellen, Mann gegen Mann? Nee, oh, ich muss Bomben platzieren, weil ich bin ja so ein krasser Terrorist. Vollidiot. Jetzt mal im Ernst. Das ist ja aber auch scheiße. Gerade wenn hier die bescheuerte Zivilistin steht. Ach, jetzt geht sie auf einmal weg. Hatte da vorher die KI irgendeinen Aussetzer oder was ist hier jetzt wieder mal der Grund? Das ist ja doch Blödsinn. Das speichere ich jetzt aber gleich wieder ab. Okay, wir warten doch mal auf die schöne Kamera, bis sie sich mal ein bisschen dreht. Lalalalalala. Wir tanzen ein bisschen für die Kamera. So. Okay, dann erstmal du, mein Freund. Bomb. Dann gehen wir hier jetzt mal schnell hacken. So, jetzt weiß ich ja ungefähr, wo der Weg hier lang geht. Ich hoffe einfach nur, dass das auch gleich bleibt. Ja, sieht so aus. So, zup, 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 zurup. Zugriff gewährt, dankeschön. Mache ich auf. Und du komm hier rein. So. Gut. Mach die Fensterscheiben zu. Was hast du für mich? Oh, der hat sogar ein Multitool. Na, das ist doch nett. Jensen, wie kommen Sie voran? Kein Glück bisher. Einer muss die Zugangskarte haben. Durchsuchen Sie sie. Ja, ich bin dabei. Das ist nicht so einfach, mein Freund. Das ist alles nicht so einfach. Das brauche ich mal überhaupt nicht. China wird von Wissenschaftlern kritisiert. Und LA bereitet sich auf augmentierten Spiele vor. Moment mal, das hatten wir doch schon mal. Ist eine alte Zeitung. Was soll ich denn damit?
Elektroschockpfeil, Elektroschockpistole. Hier noch ein Laptop. Dahinter ist ein Gitter. Komme ich da so easy cheesy rein? Sicherheitsstufe 3. Nicht so geil. Na, machen wir das lieber mal so. Ich hoffe nur, dass da auch noch was Vernünftiges drin ist. Wobei, es ist ein Security-Laptop. Also kann ich damit wahrscheinlich irgendwie Kameras deaktivieren und anderen Krimskrams machen. Und Kameras deaktivieren wäre schon mal eine gute Sache. So, pack den Scheiß wieder weg. Okay, aus, 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 aus. Okay, ich konnte wirklich nur die Kameras machen. Aber zumindest sind die jetzt mal außer Gefecht. Ist doch gut so. Okay, und weiter geht's. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Direkt vor eine andere Wache. Na, die wird sich wundern, wenn ich auf einmal hier aus dem Luftschacht rausspringe. Der steht mit dem Rücken zu mir. Wie sieht es bei dem anderen Typen mal aus? Den sehe ich nicht. Aber so sehe ich ihn. Wo bin ich hier jetzt? Ach, jetzt kommt die eine Wache wieder zurück. Ja, ihr wollt mich ja verarschen. Wo geht denn der hin? Wo geht denn der jetzt hin? Naja, ist mir doch egal. Roger, Ziel erhalten. Wie haben die mich jetzt bemerkt? Bitteschön. Ich hau den Typen um. Ja, ja, ihr Penner. Ach Gott, das ist doch scheiße. Mann, Mann, Mann. Ich meine nur, ich hau den Typen um, ohne dass das irgendwer sieht. Auf einmal, oh, da war was. Ihr wollt mich ja verarschen. Jetzt im Ernst. Das ist hier doch alles zum Kotzen. So ein richtig dicker Strahl, der aus dem Mund geschossen kommt. Richtig geil. So, habe ich hier schon gemacht? Ich glaube schon, oder? Ja, gut. Na, dann nochmal da rein. Muss doch funktionieren. Nur wer hat das mitgekriegt eigentlich? Stehen da unten auch irgendwo noch Wachen? Ja, da steht direkt eine. Vielleicht hat der das gehört. Ach, jetzt kommt auch noch eine andere um die Ecke gebogen. Ihr seid ein paar verflickte Penner. Nein, es gibt keinen Hinweis, dass uns jemand auf der Spur ist. Jetzt quatschen die da unten auch noch. Aber bleib schussbereit, wenn wir auffliegen. Ich kenne den Plan. Er ist extrem, aber er muss gemacht werden. Sehe ich auch so. Ja, natürlich muss das unbedingt gemacht werden. Es gibt ja keine bessere Option dafür. Okay, jetzt kommt hier wieder der andere Kollege durch. Ich werde hier jetzt einfach nochmal speichern. Hier muss viel gespeichert werden, so viel ist mal klar. So, diesmal bekommt das aber keiner mit, oder? Und komm mit, du kommst hier einfach mal in den Schacht rein. So. Der zweite Kollege steht jetzt da hinten. Wieso? Wieso? Ich meine jetzt im Ernst, die wollt mich verarschen, oder? Wie zur Hölle hat der da unten das jetzt mitgekriegt? Das ist doch einfach nur reinster Bullshit, ist das. Gott, das regt mich jetzt momentan ein klein bisschen auf, wie man vielleicht merkt. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Davon, dass das Gamepad fliegt, bin ich noch weit entfernt. Zum Glück. Okay, aber dann machen wir den Spaß nochmal. Es muss doch gehen, dass ich den Typen da oben umkloppe. Ohne, dass das irgendwer verdammt nochmal mitkriegt. Du, nimm den Fucker da mit. Jetzt geht der hier nicht durch. Komm, hier, Alter. Jetzt komm schon. Na, geht doch. Mein Gott, ey.
Okay, der da unten guckt irgendwie, aber er findet mich anscheinend nicht. Ja, der soll ruhig weiter gucken. Ist mir ziemlich scheißegal. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verstanden. Okay, willst du dich da unten jetzt mal wieder ein bisschen beruhigen eventuell? Keine Ahnung, was der macht. Ich habe keinen Plan. Kannst du mal bitte deine Suche jetzt abbrechen? Meine Fresse, das ist doch... Boah, ey. Aber ich werde mal speichern. Kommt jetzt wieder hoch. Dann steht er da unten. Guckt doof. Na gut, in der Zwischenzeit kann ich mir seinen Kollegen hier holen. So, wieder einer weniger. Du kommst auch mal mit. Ich habe gesagt, du kommst mit. So, hier rein mit dir. Na komm, noch ein bisschen weiter. So. Ein PDA. Wieder eine Wache eliminiert. Nicht. Was sagt mir das PDA? Meine Herren, angesichts der derzeitigen Sicherheitsrisikos haben wir beschlossen, den Empfang auf die untere Etage zu beschränken. Das Mezzanin ist gesperrt. Der Zugangscode ist 1515. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich niemand verirrt. Liam Slater. Suche weiter. Verstanden. Sie sollten tot sein, Adam Jensen. Stattdessen tauchen Sie was? Wie? Ihren Leuten auf. Wollt ihr mich verarschen? Zwingen mich zu Planänderungen. Ach, halt's Maul, Marchenko. Dallas Racker. Ich bin Russe und spreche mit Akzent. Vollidiot. Boah, ey, was ist denn da los, ey? Kein Schwein sieht mich. Und auf einmal, oh, alle haben mich bemerkt. Das ist doch Bullshit, ist das. Meine Fresse. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen... Probieren wir es einfach nochmal in der nächsten Episode, ob das vielleicht irgendwie mal hinhaut, ohne dass mich irgendwer bemerkt. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Deus Ex. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und mal sieht sich.